Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Depot-Update. Heute für den 2. November 2021. Ja, vorab sei natürlich wie in jedem Video gesagt, das ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Alles, was ich sage, ist wenn dann immer meine persönliche Meinung. Und falls ihr in eine Aktie investieren möchtet, dann informiert euch immer bitte gründlich und investiert auch nur das Geld, was ihr halt wirklich zur Verfügung habt und nicht gerade für Miete, Lebensmittel oder Sonstiges benötigt. Ja, heute der Tag, an dem die Sparpläne hier bei Trade Republic ausgeführt wurden, bei der Consorsbank und bei Scalable Capital ja schon gestern, aber heute auch hier bei Trade Republic. Ich hatte diese Sparpläne wurden quasi ausgeführt, einmal Walt Disney 20 Euro, Visa 15 Euro, Facebook 20, Zalando 15, Novo Nordisk 20 und dann meine beiden neuen quasi, die ich noch nicht so lange bespare. Einmal BlackRock mit 25 Euro und einmal Adobe mit 20 Euro. Ja, wurden alle ausgeführt, alles gut gelaufen. Und ansonsten, was kann man noch zum heutigen Tag sagen? Wie ihr schon im Hintergrund oder wie ihr überhaupt sehen könnt, seht ihr, dass es heute eigentlich relativ gut lief. Ich war eigentlich durchgängig im positiven Bereich. Auch jetzt gerade ist es wieder ordentlich angestiegen. 1,39% heute insgesamt im Plus oder 128,50 Euro. Und wenn man sich hier mal den Tagestrend so ansieht, dann sind eigentlich eher relativ viele im Minus, hier auch einige von den Sparplan-Aktien und die letzten Sparplan-Aktien hier eher im Plus. Aber grundsätzlich liegt es natürlich hauptsächlich an BioNTech. 4,84% heute plus gemacht, 11,40 Euro und dementsprechend hier nur noch in Anführungszeichen 17,4 im Minus. Ja, auch hier gibt es nächste Woche am 9.11. die Geschäftszahlen. Die gibt es ja auch am 9.11. Zum Beispiel bei AMC. Gucken wir uns auch mal kurz an, wie der Kurs da aussieht. Auch ein gutes Plus, war heute hier auch schon über 33 Euro. Ja, 3,13% heute hier plus gemacht. Somit die Woche auch deutlich im Plus, 9,8% im Monat auch. Und natürlich im Jahr, also in der Jahresübersicht auch. Ja, ansonsten Tesla ist ja wirklich wahnsinnig, nichtsdestotrotz heute Minus, aber die Aktie steht trotzdem bei einem Wert von 1018 Euro, was natürlich extrem krass ist. Die Woche ist immer noch super im Plus mit 11,7%, der Monat, ja, 50% ist natürlich extrem heftig. War hier gestern auch schon über 100% im Plus, 105% oder so waren es, ja. Jetzt gerade 508 Euro im Plus, 99,3%. Okta hatte auch einen super Tag, 1,3 hier plus gemacht. Insgesamt hier nur noch ein kleines Minus, 0,09%. Könnte auch gut sein, dass ich heute hier nochmal ins Plus komme. Hier war ich ja bereits schon im Plus, aber mal schauen. Wie gesagt, das ist eigentlich sowieso langfristig gedacht. Von daher ist ein Plus oder Minus jetzt gerade uninteressant. Ich finde es trotzdem immer sehr, sehr spannend, das anzugucken und halt auch drauf zurückzublicken, dann wie es ja zu dieser Zeit jetzt hier aussah. Weil ich hatte ja auch schon ein Video gedreht, wie hätte mein Aktiendepot von vor einem Jahr aussehen können, hätte ich die Aktien behalten. Und da habe ich mich natürlich sehr geärgert. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut da gerne mal vorbei. Aber so viel dazu auf jeden Fall. Lockheed Martin, auch ein kleines Minus heute gemacht, insgesamt hier auch 3,68 im Minus. Dann ehemals Selling, also Bicco Group, ehemals Selling, auch nur ins Minus gerauscht, 14,28%, dennoch hier im Plus. Die Allianz, kurz vorm Plus, sage ich mal, war hier auch schon zwischenzeitlich ein klein wenig im Plus, aber eigentlich, oder man sieht es hier ganz deutlich, hauptsächlich den ganzen Tag im Minus gewesen. Hier bin ich noch ca. 5% im Plus gerade. Fate Therapeutics, ja, relativ unspektakulär, 1 Euro heute plus gemacht, insgesamt hier 14% im Minus. Dann Nellasar war ja gestern sehr stark, heute 4% gesunken. Insgesamt aber auch hier noch 46,81% im Plus. British American Tobacco, nicht wirklich was passiert, immer noch 22 Euro im Minus. Carnival sieht ähnlich aus, ein kleines Minus hier, insgesamt auch ein kleines Minus. Fiverr,
2% abgerauscht hier gegen 14.20 Uhr. Und übrigens, die US-Börsen öffnen jetzt natürlich immer um 14.30 Uhr unserer Zeit, weil wir ja die Uhr umgestellt haben, eine Stunde vor. Und ja, dementsprechend nicht mehr um 15.30 Uhr, sondern um 14.30 Uhr. Ich habe mich letztens schon gewundert, wieso der Kurs so stark fällt um 14.30 Uhr. Aber das liegt natürlich daran, dass die US-Börsen halt, um 14.30 Uhr öffnen, unserer Zeit. 60 Euro hier noch insgesamt im Minus. Walt Disney dann, die erste Sparplanaktie, ja, ging gut los und dann eigentlich gerade, ja, plus minus null. 11 Euro hier noch im Minus. Facebook, auch nicht wirklich was passiert. Dann Redfin, ja, 5,25%, schon ordentlich abgerauscht. Auch hier jetzt wieder im Minus mit 45 Cent, ist aber auch noch zu verkraften. Visa auch hier, wir sehen es, gegen 14.30 Uhr abgerauscht. 8,30 Euro hier im Minus. Dann Zalando, gut im Plus, 2,89%. Aber insgesamt noch im Minus. Novo Nordisk, super, entwickelt sich richtig, richtig gut. Guckt man sich die Woche an mit 4,81%, läuft ja auch super. Oder den Monat alleine mit 13,6%. Ja, insgesamt bin ich hier auch 16,22% im Plus. Entspricht auch fast 16,22 Euro, 1 Cent weniger hier. Und ja, habe hier jetzt 1,22 Anteile. Dann BlackRock, auch mega gut gestiegen, hier 6,51% im Plus und zu guter Letzt Adobe, insgesamt hier 5,96% im Plus. Ja, ansonsten hier noch nicht investierter Betrag von 4,60 Euro und ansonsten war es eigentlich relativ unspektakulär. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch lief, das würde mich natürlich interessieren. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr möchtet, damit supportet ihr mich. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir hören uns beim nächsten Video. Bis dann!